In den letzten Tagen ging nicht nur in der Berliner Rap-Welt einiges ab, sondern auch in NRW, allen voran bei Kollega und Alpha Music Empire. Bei seinem Label ist nämlich nicht mehr alles so Alpha, wie es am Anfang schien. Kollega wurde von engsten Freunden verraten, es wurden Sprachmemos an die Öffentlichkeit gebracht, die da offensichtlich nie hin sollten. Bis gestern Abend letztendlich Kollega sein Profil auf Instagram und auf YouTube leerte, das heißt alle Bilder bzw. Videos wurden gelöscht oder archiviert. Seitdem fragt sich jeder, wo Kollega hin sei, was denn mit Kollega los ist, wie es jetzt mit Alpha und mit Kolle weitergeht. Und schon heute haben wir ein Statement zu der Sache bekommen, ein ziemlich langer Text von Kollega, den er auf Instagram postete. Darin beschreibt er seine Absicht, dass er den Menschen immer nur was Gutes wollte und ihnen weiterhelfen wollte und alle Lügen nimmt er mit erhobenem Haupt hin. Trotzdem muss er sich jetzt erstmal um familiäre Angelegenheiten kümmern und will eigene Aussage nach erstmal aufräumen. Diesmal wohl nicht in der Rap-Szene, sondern im privaten Umfeld. Klingt also nach einem vorläufigen Rückzug, ob seine Monument-Tour, die ja schon nächsten Monat starten soll, auch davon betroffen ist, ist noch nicht bekannt. Was aber auch interessant ist, er wünscht hier seinen Ex-Label-Kollegen von Alpha alles Gute. Was wohl heißt, dass er seine Signings gedroppt hat. Bisher war ja nur bekannt, dass Jigsaw und Gent ein eigenes Label gestartet haben, aber immer noch bei Alpha sind. Man kann das also durchaus als das Ende von Alpha Music beschreiben, zumindest so, wie es bis jetzt war. Ein Schlussstrich oder ein Neuanfang ist auf jeden Fall nicht verkehrt nach dem, was in den letzten Wochen alles passiert ist, was ja schon ziemlich turbulent war für die kurze Zeit. Wir wünschen Kollege alles Gute, die familiären Angelegenheiten gehen jetzt auf jeden Fall vor. Schreibt eure Meinung abschließend noch unten in die Kommentare. Ansonsten haben wir noch weitere News und Videos, die ihr gerne abchecken könnt. Daumen hoch und Abo nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.